So, hallo aus Marburg, zweite Band am Start und wie ich auch sehe auf der Kaffee-Couch, heute haben wir ja Kaffeehaus-Couch, ein paar bekannte Gesichter aus dem letzten Jahr. Ja, zwei sehe ich hier, aber eine Band, die es eigentlich schon länger gibt, erzählt mal selber. Was macht ihr jetzt in der Band und wie kam es dazu? Wir sind Turbo Sapienova und wir spielen Balkan, Ska, Gypsy und Swing. Und die Band gibt es tatsächlich eigentlich schon seit 2011. Nur damals war ich mit Leuten unterwegs, die mittlerweile an Altersschwäche nicht gestorben sind, aber sie haben sich dann zur Ruhe gezogen. Nach Berlin zum Beispiel, nach Nürnberg oder nach Köln. Und Stefan und ich waren dann die einzigen, die übrig waren. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir Tim nehmen. Tim ist nämlich ein solider Bassist. Ein respektabler Bassist. Und dann haben wir hier Fritti. Er ist ein Drummer. Sag etwas. Ude, seit wann bist du denn dabei? Gefühlte 14 Tage, aber ich glaube, es sind schon 2 Monate, 3. Also ich zähle die Tage nicht, das ist einfach schön. Ich zähle die Sekunden. Also top fit für den Gig heute Abend. Fun Fact übrigens, die Band wurde angemeldet für den Band Supporter Contest, bevor sie da war. Und das ist Raphael, er spielt ein wunderschönes Saxophon. Er ist auch selber wunderschön. Und dann haben wir noch jemanden hier sitzen. Hi. Wer bist du denn? Du stellst doch alle so schön. Das ist Attila. Er spielt Gitarre. Hast du jetzt davon? Ja. Und seit wann bist du dabei? Ähnlich gefühlt, eine gefühlte Woche. Also ich komme auch von ein bisschen weiter weg, nicht von aus der Gegend, aber die Jungs haben angerufen und mir hat es gefallen und es ist ein gutes Programm. Ich kenne Turbo tatsächlich von vor der Bühne noch, von vor vielen Jahren und hatte dann durchaus Bock mal mitzumachen und das wird gut. Vielleicht sagst du mal noch was zum unaussprechlichen Bandnamen für Deutschland. Ach so, ja, unser Name. Turbo Sapienova. Ja, das war tatsächlich ein Konstrukt aus einem Disput mit einem echten Russen. Also Ivan hat damals mit mir zusammen darüber nachgedacht, wie wir die Band nennen können. Und mir war es immer wichtig, in einer Band zu spielen, die Turbo heißt. Ihm war es wichtig, das Menschliche in uns hervorzuheben. Das war ihm wirklich wichtig. Und deswegen hat er vorgeschlagen, lass uns doch Turbo Sapiens heißen. Ivan, wenn du das hörst, ich hoffe, du bist bei mir. Ich wollte es nicht. Turbo Sapiens klingt so ein bisschen nach. So. Sehr exklusives Publikum, vielleicht sogar ein bisschen rechts, man weiß es nicht. Und dann kam der Stefan, der übrigens da gerade draußen entlangläuft, der sieht ein bisschen aus wie Captain Iglo. Der hat gesagt, ey Leute, lass uns ein Kunstwort machen. Sapienova. Guck mal, da ist nämlich Stefan. Applaus für Stefan. Der ist nämlich der Einzige, der nicht an Altersschwäche gestorben ist neben mir. Und ich bin ja auch Gründungsmitglied dieser verdammt alten Band. Ja, uralt, 2011. Ja, das ist ja quasi schon... Ja, also so ist das damals entstanden und wir haben natürlich immer den Spruch auf den Lippen, dass wir unseren Marketingbeauftragten gefeuert haben wegen dieses wunderbar aussprechlichen Namens. Also wir wurden auch schon Turbo Supernova angekündigt. Es gab sogar Zeiten, da war Turbo Supernova häufiger bei Google vorhanden als unser Bandname, als Turbo Sapienova. Und wir sind aber darüber hinaus, uns gibt es gar nicht mehr in Google. Wir sind komplett rausgelöscht. Aber ihr startet ja sowieso jetzt mal quasi. Wir starten ja nochmal richtig heiß durch, ey. Na, und es geht jetzt eigentlich im Prinzip ab heute eigentlich voll in die Spur. Ja. Ne? Wie Phoenix in die Asche. Genau, also du hattest ja von auch gesagt, außer Band Supporter habt ihr auch noch ein paar Gigs, wo ihr dies ja schon wisst, wo man euch noch sehen kann. Oder? Ja. Wir spielen am 15.02. in Gießen für Gießen bleibt bunt. Das ist eine ganz große Anti-Nazi-Demo. Gerade top aktuell und. Dann haben wir noch mehrere Straßenfeste bei Gießen und in Gießen, bei denen man spielt. Zum Beispiel Fluss mit Flair spielen wir mit. Das ist allerdings auch erst im Mai. Also, das heißt, 21.06. Also im Mai. Das Management weiß nicht. Januar, Februar, März. Die Demo ist nächsten Samstag am 15. Bis dahin könnte man eigentlich mal proben. Ne? Das wäre geil, ey. Wir üben gar nichts. Nur wenn's sein. Und dann haben wir ja, wenn es gut läuft, noch ein paar Band-Supporter-Termine. Du hast es gesagt, in der Instagram-Schweiter, ne? Ja, wir wollen die Videos. Das wird schön. Also wir wollen unbedingt
Videos von Bandsupporter. Das ist der Hintergrund, warum wir auftreten. Wir finden nämlich Videos von uns ziemlich geil. Wenn wir uns wieder sehen, wer ist er dann in Gießen? In Gießen im Unspiegel. Ich glaube, am 26. März, oder? Ja, ja, jawohl, jawohl. Den Termin können wir eigentlich schon mal festhalten. Ja, das verstehe ich schon. Meine Güte. Das wäre auch der nächste, wo ich wieder kam. Irgendjemand muss ja Optimismus verbreiten hier in dieser Runde. Denn ja, ist der passt mir, der Termin, den habe ich irgendwie auch schon in meinem Kalender eingetragen. Hier sind ja auch drei andere heiße Bands unterwegs und mit Red Smegma ist ja noch eine weitere russischsprachige Band unterwegs. Red Smegma? Du heißt die doch, oder? Ist das eine Ratte, die nach Magma pilgert? Ah, scheiße, okay. Magma. Mann. Das ist Magma. Okay. Allgemein Red Magma. Wir haben tatsächlich eine CD in Köln stehen und die CD ist noch von der alten Konstellation. Und die werden wir veröffentlichen mit top aktuellen Titeln neu interpretiert. Aber ansonsten gibt es den nächsten Musiker. Ja, na klar, macht's euch an. So Prachtkerl. Gut, ich glaube, wir hören mal rein. Ihr sagtet ja selber, ein bisschen was aufnehmen müssen wir, weil noch nichts groß da. Oder wir machen ein A Cappella-Stündchen. Halbe Stündchen haben wir ja nachher, wo oder wir mal live reingucken. Ja, das können wir machen. Und es gibt auch schon Merch. Ihr habt sogar hier unsere Merch-Beauftragte. Die ultimative Merch-Beauftragte dabei. Absolut. Also eigentlich wollte sie nur ein Bier. Ich wollte eigentlich schon Desperados, aber ich glaube, das gibt es hier in Marburg nicht. Nee, ja. Also Marburg und Desperados, ja. Ich glaube, das geht sie nicht. Jetzt ist sie desperate. Muss man dann doch in Gießen nachholen. Ne? Ja. Gut, wenn wir dann wieder da sind. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen nachher, wie es wird. Bin gespannt auf den Auftritt und auf dann die nächste Runde. Ne? Yeah, Ben Supporter! Kommt vorbei, 23.3.